Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Aufnehmend dessen, was wir gerade gesungen haben, wollen wir hören als Predigttext auf noch einmal ein Wort aus Psalm 103, die Verse 2 bis 4. Dort heißt es: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese Verse, die du uns schenkst in unser Leben, unseren Glauben hinein. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir jetzt die Freiheit haben, die Predigt zu hören über dieses Wort. Wir wollen dich, den lebendigen Gott, bitten, Herr, dass du jetzt in unsere Mitte trittst nach deiner Verheißung und dass du diese Predigt an uns allen segnest und dass du zu einem jeden Einzelnen sprichst, wie wir gekommen sind, Herr. Das wird nur dann gelingen können, Herr, wenn du selber dieser Predigt deinen Segen schenkst. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, segne du durch deinen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Liebe Gemeinde, wenn man Pfarrer wird, wenn man Pastor wird, dann muss man zunächst das Theologiestudium absolvieren. Und dann kommt, so war das damals bei mir, eine 2,5-jährige Vikariatszeit. Da ist man in der Gemeinde, man hat einen Mentor, der ihn anleitet. Aber wir mussten damals noch für ein halbes Jahr ins Predigerseminar. Das war damals in Soest. Das heißt, ein halbes Jahr mit allen möglichen Dozenten, die haben nochmal erzählt, was man alles machen sollte, was man lassen sollte. Und man musste eben auch immer wieder Predigten halten, die dann von den Dozenten bewertet wurden, aber natürlich auch in großer Runde von den Mitvikaren besprochen wurden. Ich habe damals nicht ganz anders gepredigt als heute. Und als ich eine meiner Predigten gehalten hatte, hat einer meiner Mitvikare, der nicht im Glauben stand, gesagt, war ein heller Kopf: Sag mal, Olli, du bist doch in der dritten Klasse zweimal sitzen geblieben. Ich sage, wieso? Er sagt, da weißt du, in der dritten Klasse wird ja der Imperativ zweite Person Singular behandelt, nicht? Und das hast du scheinbar ganz besonders gut verstanden. Und damit wollte er kritisieren: Du sagst zu viel, du musst, du musst, du musst, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst. Und da habe ich ihm entgegnet: Ich bin zwar nicht in der dritten Klasse zweimal sitzen geblieben, aber die Schrift spricht so, immer wieder im Imperativ. Gott, der kommt nicht daher und sagt, könntest du dir mal überlegen oder sonst irgendetwas? Sondern der sagt uns klar, wo es lang geht und befiehlt uns, Dinge zu tun. Und wenn man dann ein Prediger des Wortes sein möchte, und das versuche ich zu tun, dann kann man nichts anderes tun, als eben der Gemeinde auch das weiterzugeben. Da kann ich nicht sagen, wenn Gott befiehlt, das sollen wir tun, das so ein bisschen abschwächen, überlegt mal, ob es vielleicht doch nicht mal ganz nett wäre, sondern dann muss man den Imperativ auch zum Klingeln bringen. Und das will ich heute Morgen tun, denn wir haben es genau mit so einem Imperativwort zu tun. Lobe den Herrn. Das ist ein Befehl, das ist eine Aufforderung an dich, ganz persönlich, zweite Person Singular. Du sollst den Herrn, den lebendigen Gott in Jesus Christus, loben. Und so habe ich auch diese Predigt nun überschrieben: Du sollst den Herrn loben. Ausrufezeichen. Und das Tolle ist, brauchte Gott nicht, das ist ja nun unser Herr und Heiland, der sitzt im Regiment, das ist der König, der muss nichts begründen, Könige müssen nichts begründen. Aber Gott begründet das hier. Und er begründet es viermal, warum wir es tun sollen. Und ich hoffe, dass ihr das jetzt richtig versteht durch den Geist, denn dann werdet ihr in der nächsten Zeit diesen Befehl, diesen Imperativ Gottes ausführen. Du sollst den Herrn loben. Vierfache Begründung. Erstens, für das Gute, das er dir getan hat. Zweitens, für die Sünden, die er dir vergibt. Drittens, für das Heilen aller deiner Gebrechen. Und viertens, für deine Rettung vom Verderben. Das Erste, lobe den Herrn, meine Seele. Und dann heißt es, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dir ganz persönlich. Und jetzt fange ich an abzuzählen. Hier könnte ich eine ganze Predigtreihe drüber machen. Euch nochmal zu erklären und in Erinnerung zu rufen, was unser Herr und Gott in Jesus Christus dir nicht alles schon Gutes getan hat. Ich spreche jetzt nur von den irdischen Dingen, von den geistlichen komme ich in den nächsten Punkten. Ich spreche jetzt nur mal von den irdischen. Das Erste,
ist unser tägliches Brot. Ich zähle das hier an den fünf Fingern meiner Hand. Der erste, der Daumen, das tägliche Brot. Wisst ihr, nicht nur die Tauffamilien, die werden gleich da ein tolles Mittagessen haben, sondern jeder von uns kann sich heute Mittag satt essen. Wenn nicht, kein Problem, wenden Sie sich an uns, wir haben eine Diakonie, da würden wir Ihnen helfen. Unser Problem ist nicht, dass wir nichts zu essen haben. Den meisten geht es wie mir. Wir müssen gucken, dass wir zu viel Kalorien haben. Nicht? Wir haben so einen gnädigen Gott, wenn ich zu Hause einen Kühlschrank aufmache, da springt mich alles an, was mir gut schmeckt und ich kann wählen zwischen all den Dingen, die da sind. Halleluja, wir haben das tägliche Brot. Das ist uns so selbstverständlich, dass wir das so hinnehmen und manchmal noch schimpfen, oh, gab heute schon wieder viel zu viel zu essen und hier konnte ich nicht und da auf der Feier und sonst was. Was ist das für ein Privileg? In dieser Welt hungern 800 Millionen Menschen. Und zu den meisten Zeiten der Menschheitsgeschichte wussten Menschen nicht, was sie den nächsten Tag zu essen hatten. Da gab es keine Kühlschränke, die mussten gucken. Das war ganz schwierig. Und es sind noch einige ältere Geschwister unter uns, gerade die, die in Russland gewesen sind, halt nicht. Die wissen, was Hunger ist. Und wir haben einen unglaublichen Überfluss. Wir beten jeden Tag im Vater unser, unser tägliches Brot gib uns heute. Und das tut er halt nicht. Und das sollen wir nochmal neu verdanken. Wenn ihr heute Mittag satt gegessen habt, dann faltet die Hände, sagt's dem lebendigen Gott. Ich lobe und preise dich dafür, dass ich satt zu essen habe. Ein zweites. Der Reichtum ist etwas unglaublich Gutes, was er uns schenkt. Nun hat nicht jeder eine halbe Million am Girokonto, das weiß ich auch. Es gibt auch Leute, die haben Hartz IV, die müssen gucken mit ihrem Geld. Und trotzdem sind wir alle so unglaublich reich. Wenn einer von uns draußen vor der Kirche umknickt und einen Bänderriss hat, kommt sofort der Krankenwagen und da gehen wir ins Krankenhaus. Da wird nicht geguckt, hier hast du Geld, hast du nicht, da werden wir operiert, kriegen alle medizinische Versorgung, die sonst so auf dieser Welt ein Heidengeld kosten, was Leute sich nicht leisten können. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie in der Grundschule der erste Junge aus meiner Klasse nach Gran Canaria geflogen ist. Der war der erste von 30 Kindern, der geflogen war. Und da sind die hingegangen, die Lehrer, da haben die eine ganze Stunde den Jungen erzählen lassen, wie es denn war am Flughafen, in der Luft, mit dem Pilot, der durfte ins Cockpit gehen, was ganz Außergewöhnliches. Ja, erzählen Sie das heute mal einem Kind. Es lacht sie aus, er sagt, wie nur Gran Canaria, mein Nachbar, der fliegt immer nach Florian, Australien halt, nicht? Was für ein Reichtum. Die Autos, die wir fahren, nicht? Die Eltern können sich erinnern. Denken Sie mal an das Auto, das erste, was sie hatten, nicht? Wie viel PS das hatte, nicht? 27 PS, 34 PS. Und heute? Ja, wenn ich heute einem sage, mein Ding hat nur 120 PS, dann sagen die, wie nur, nicht? Ein Luxus, was wir uns leisten können. Warmes Wasser. Ich könnte jetzt erzählen und erzählen, das wisst ihr selber. Was Gott uns für ein Reichtum schenkt. Ein drittes, das ist noch größer als der Reichtum. Wir leben, und das sage ich jetzt für die, die hier in der Kirche sind, die in Deutschland uns zuhören, wir leben seit über 70 Jahren im Frieden. Das ist eine große Gnade. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. In vielen Ecken dieser Welt wissen Menschen nicht ein noch aus, werden Christen verfolgt, halt nicht, da fallen Bomben. Das ist grausam. Das bleibt uns erspart. Vor 71 Jahren, Ende des Zweiten Weltkriegs, über 50 Millionen Tote, so viel Verletzte, so viel Zerstörung, Vertreibung, Vergewaltigung, Elend, Dreck. Krieg ist so unglaublich schlimm, dass manchen das gar nicht mehr bewusst ist. Gott sei Dank, ich sage so, Gott sei Dank, zur Ehre des lebendigen Gottes. Was ist das, eine Gnade? Da können wir Gott loben und preisen für. Mann, wir können in Frieden leben. Wir müssen keine Angst haben, dass Bomben auf unsere Häuser fallen. Halleluja, lob den Herrn dafür. Ein viertes. Eure Familien. Klar, ich weiß, jeder hat so ein paar schwarze Schafe, er hatte nicht den ganz tollen Vater, die ganz tolle Mutter, weiß der Kuckuck, was von der gelitten hat, aber es gibt so viele Familien, so viele Menschen, die dir Gutes getan haben, die Großmutter, so viele Freunde, so viele Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Es gibt so viele Menschen, durch die Gott dich gesegnet hat. Geh bitte mal hin und guck nicht immer auf die Menschen, die dir was schuldig geblieben sind oder die dir sauer bist. Guck einfach da mal hin, wo du Gott Dank sagen kannst für all die Menschen, die er dir zur Seite gegeben hat, wodurch er dich gesegnet hat, die dir Gutes getan hat, haben. Und dann zähl das mal durch. Und dann schau, wer dahinter steckt, nämlich der lebendige Gott in Jesus Christus. Das ist Gutes, was er dir tut. Und dann fünftes und letztes über das Gute, was der Herr dir tut, deine Gebetserhörung. Wir haben es eben gesungen. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Da könnt ihr alle euer eigenes Leben predigen lassen, die ihr im Herrn steht. Wie oft habt ihr nicht in schweren Zeiten die Hände gefaltet? Wie oft habt ihr den Herrn nicht gebetet? Und ich spreche jetzt die Familie an, Herr, schenk eine gute und gesegnete Geburt halt nicht. Schenk mir einen guten Ehemann, schenk mir, schenk mir, schenk mir, mach mir, mach mir, mach mir. Und der Herr hat es getan, echt?
Und vorher haben wir geschrien, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. Und wie ist das hinterher mit unserem Lob und unserem Dank? Dieses Verhältnis ist bei ganz vielen Menschen in einem Missverhältnis. Da sind wir nicht anders als bei Lukas 17, die 10 Aussätzigen halt. Die kommen, sind aussätzig, bitten Gott um Hilfe, Jesus um Hilfe und der Herr schenkt ihnen die Hilfe. Aber nur einer kehrt zurück und sagt dem Herrn Dank und lobt den Preis. Da sind wir schnell dabei, wenn man so dem Konfirmandenunterricht oder im Kindergottesdienst die Geschichte erzählt. Das sagen die, oh, wie furchtbar die 9 anderen, nicht? Und wenn man denen erklärt, passt bloß auf in eurem Leben, dass eure Anteile sich nicht genauso verschieben wie in dieser Geschichte. Dass nur ein Anteil eures Lebens Gott die Ehre gibt, aber 9 Anteile schweigen. Ich darf dir heute im Namen des lebendigen Gottes sagen, du sollst Gott loben und preisen für all das Gute, das er dir getan hat. Das ist das Erste. Und das war jetzt nur das Irdische, kurz angerissen. Jetzt kommen wir zum Zweiten. Jetzt geht es mit dem Geistlichen los. Jetzt wird es noch größer. Da heißt es hier, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt. Alle deine Sünde vergibt. Das müssen wir natürlich vorwegschicken. Nur dann, wenn wir an Jesus Christus glauben, mit unserer Sünde nach Golgatha gehen, sie unter das Kreuz legen, Jesus bitten, gib dein Blut drüber und wasch mich rein von meiner Schuld. Automatismus ist das nicht. Wenn du nicht unterm Kreuz stehst, wenn du nicht deine Schuld nach Golgatha bringst, wenn du nicht das Blut des Heilandes Jesus Christus über deiner Schuld und deiner Sünde hast, dann bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Dann stehst du eines Tages vor dem Gott, der vor 2000 Jahren für dich auf Golgatha gestanden hat, nicht als Anwalt, sondern als Richter. Gibt immer nur die beiden Möglichkeiten, wie dir Jesus begegnet. Entweder als Anwalt oder als Richter. Und das kannst du entscheiden in deinem Leben. Entweder als Anwalt oder als Richter. Entweder das Blut seiner Vergebung wäscht dich rein von den Sünden. Halleluja, dann ist alles in Ordnung. Dann bleibt dir nur noch der Lobpreis. Jawohl, prima. Oder aber du tust es nicht. Dann wirst du vor Jesus Christus stehen eines Tages, wenn er wiederkommen wird als Richter. Und dann wirst du von diesem Richter Jesus Christus verdammt werden für Zeit und Ewigkeit. Aber da wollen wir heute nicht drüber sprechen, wir das verloren sein. Wir sprechen ja heute für diejenigen, die das tun. Nicht an euch, die an Jesus Christus glaubt. Er vergibt uns unsere Sünden. Und zwar nicht, weil wir es verdient hätten, nicht, weil wir irgendetwas getan haben, irgendwelche Pilgerwege zum Blödsinn gelaufen sind oder irgendwelche heiligen Bildchen angeguckt hätten, sonst irgendwas getan, sondern allein aus Glauben an Jesus Christus. Und das Einzige, was uns bleibt, ist nur noch der Lobpreis dafür. Nur mehr der Lobpreis. Wir, so sagt es die Bibel, sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten. Wir werden gerecht dadurch, dass Jesus Christus uns reinwäscht durch sein Blut. Da bleibt uns nur noch der Lobpreis. Und ich weiß nicht, wie oft du schon unter das Kreuz gekommen bist, wie oft du ihm schon deine Schuld gebracht hast. Das kannst du gar nicht oft genug tun. Was du aber auch tun sollst, danke Gott immer wieder dafür. Lob und Preis sind immer wieder für das, was für dich auf Golgatha geschehen ist. Wirklich fromme Männer, wirklich fromme Frauen im Glauben, die kannst du an einer Sache erkennen. Dass du, wenn du mit denen betest, dass sie immer wieder Golgatha präsent haben, dass sie immer wieder anfangen, über all das bitten und all das, was sonst noch wichtig ist in ihrem Leben, vor allen Dingen Gott zu preisen mit ihren Gebeten, dass sie sagen, Herr, und ich danke für dein Erlösungswerk, was du für mich getan hast auf Golgatha. Oder sagen, danke, Herr, für das Vergeben meiner Schuld. Denn das ist das Allerwichtigste, was in unserem Leben passiert. Nicht, dass wir gesund sind, nicht, dass wir viel Geld verdienen, dass die Ehe klappt, das ist alles schön und gut, das gibt der Herr uns alles noch on top. Aber das Wichtigste ist, dass er uns Erlösung erwirkt hat auf Golgatha. Die alten Brüder im Glauben, die den Heidelberger Katechismus geschrieben haben, unsere reformierten Vorgänger, die haben uns das reingehämmert in der Frage 1 und deshalb dürfen die Konfirmanden das auch bis zum heutigen Tag auswendig lernen. Was ist dein einzigster Trost im Leben und im Sterben? Da heißt es dann, dass der Jesus Christus mich mit seinem teuren Blut vollkommen aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat. Er hat bezahlt für alle meine Sünden. Wir wollen die Sünden nicht bagatellisieren. Es ist, wie es ist. Du und ich, wir sind allesamt Sünder ermangeln des Ruhmes, die wir vor Gott haben sollten. Aber er, Jesus Christus, hat uns erlöst. Und er hat Erlösung erwirkt auf Golgatha. Und wenn wir das Blut des Herrn über unserem Leben haben, bleibt uns nur eins der Lobpreis. Und jetzt kommen wir zu dem hier wieder, was Gott eben sagt. Lobe den Herrn dafür. Lobe den Herrn dafür. Und jetzt möchte ich dich selber bitten, zu gucken auf deine letzte Woche. Hast du in der letzten Woche
den lebendigen Gott in Jesus Christus dafür gelobt und gepriesen, dass er dich auf Golgatha erlöst hat? Ja oder nein? Wenn nein, bringst du die Vergebung und nächste Woche losgelegt. Da kannst du immer wieder neu sagen, Halleluja, Herr, ich lobe und preise dich für das, was du für mich auf Golgatha getan hast. Wisst ihr, und wenn ihr es nicht richtig verstanden habt, dann bittet Gott und den Heiligen Geist, damit euch das nochmal klar macht. Ich mich mit meinen begrenzten Worten will ich es einmal versuchen, deutlich zu machen, so wie ich es den Konfirmanden erkläre. Ihr wisst ja, dass das so meine pädagogische These ist, was die Konfirmanden verstehen, ist meistens für die Gemeinde auch ganz gut. Wenn ich den Konfirmanden von Erlösung erzähle, von Jesus Christus, was es heißt, der Heiland hat dich reingewaschen mit seinem Blut und du brauchst ihm nur noch Dank zu sagen, erzähle ich ihm, stellt euch mal vor, ihr seid irgendwann 30 und ihr habt ein Haus gebaut, aber auf Schulden. Ihr habt ein dickes Auto, aber auf Schulden. Ihr seid mit eurer Frau in Urlaub gefahren, aber auf Schulden. Ihr habt bei euren Nachbarn Schulden, beim Lebensmittelhändler Schulden, überall nur Schulden. Ihr wisst nicht mal ein noch aus. Und auf einmal kommt die Erbtante aus Amerika. Und die kommt und sagt, hey, du mein Neffe, dich habe ich ganz besonders lieb. Und weißt du was, ich bezahle jetzt erstmal für all deine Schulden. Und nicht nur für die, die da sind, sondern auch für alles, was werden wird. Was wird dann bei dir los sein? Ja, das verstehen die Konfirmanden, die können sich reindenken und sagen, ja, da bin ich happy. Und die Frau behandle ich natürlich gut. Und dann frage ich, wie wird das sein, wenn ihr demnächst der Nachbarschaft erzählt von eurer Tante, wie wird das aussehen? Ja, da wird man natürlich nur das Allerbeste erzählen. Die Konfirmanden haben es verstanden. Wir haben es auch verstanden, was wir mit der Erbtante machen würden. Jetzt denkt man nochmal dran, all den Dreck, den wir in unserem Leben gemacht haben. Wo wir gesündigt haben gegen unseren Mitmenschen, wo wir gelogen haben, in unseren Gedanken betrogen haben, wo wir so vieles falsch gemacht haben. Müsst ihr nur die 10 Gebote durchlesen, halt nicht, was wir alles falsch gemacht haben, auch gegenüber unserem lebendigen Gott. Und dann kommt dieser Jesus Christus und sagt, wenn du mit bußfertigem Herzen an mein Kreuz kommst, vergebe ich dir alle deine Schuld. Wenn das der Heilige Geist dir klar macht, so ist das, wenn du auf der Bank da bist bei deinen Schulden mit der Patentante und auf einmal die roten Zahlen gelöscht sind. Wenn das der Heilige Geist dir im Glauben im Geist klar macht, dann bleibt nur noch eins, Lobpreis des lebendigen Gottes. Und da geht hin, lobt und preist den lebendigen Gott dafür, für die Sünden, die er euch vergeben hat. Aber er tut noch mehr. Er vergibt uns nicht nur die Sünden, sondern, und das ist der dritte Punkt der Predigt, er heilt auch alle unsere Gebrechen. Alle unsere Gebrechen. Ich sage immer, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Gebrechen. Es gibt das, dessen du in deinem Leib gebrichst, und dessen du an deiner Seele gebrichst. Und ich will hier bei Punkt 3 über das sprechen, dessen du in deiner Seele gebrichst. Im nächsten Punkt spreche ich dann über den Leib. Er heilet alle deine Gebrechen. Gebrechen ist das, was kaputt ist, was zerbrochen ist. Und wir Menschen erleben in der Zeit hier auf Erden so viel Zerbruch an unserer Seele, so viel Zerbruch an unserer Psyche. Da sind die Eltern, die sich haben vielleicht scheiden lassen und mein Leben dadurch belastet haben. Dass der Vater, der zu brutal und zu lieblos zu mir gewesen ist, dass die Ehe, die gescheitert ist, das sind die Schulkameraden, die mich gemobbt haben, das sind die Kinder, die nicht so funktionieren, wie sie sollten, das sind Dinge, die die Gesellschaft getan haben in Flucht und Vertreibung durch den Krieg, das ist das berufliche Mobbing, das sind so viele Dinge, was uns tief in unserer Seele verletzen kann, wo wir gebrochen sind. Das sind liebe Menschen, die wir verloren haben. Das sind Dinge, mit denen wir nicht fertig werden. Seelische Verletzungen. Und glaubt mir, diese seelischen Verletzungen, die heilen nicht von alleine. Die richtig tiefen Dinge, die werden auch in dieser Welt nicht richtig gut. Und es gibt keinen bescheuerteren Spruch als den, die Zeit heilt alle Wunden. Ich kann euch Leute zeigen, ich habe 10 Jahre Notfallseelsorge gemacht. Ich zeige euch Leuten, die gehen ins Grab mit ihren seelischen Verletzungen halt nicht. Da kommt keine Sache, die ihn heilt, weil die Uhr weiterläuft. Es gibt aber einen, der heilen kann. Unser lebendiger Gott in Jesus Christus. Und wohl dem, der das erlebt und erfahren hat in seinen seelischen Gebrechen, wo die Welt zu Ende war, wo die Ehe zu Ende gegangen ist, wo das Kind gestorben ist, wo man die Heimat verlassen musste, wo man vor dem Nichts stand, aber dann die Hand des lebendigen Gottes da war und einen gehalten hat und der ihm geholfen hat. Das ist was Wunderbares. Wenn ihr euch am Leib etwas brecht, nehmen wir mal an, das Schienbein, Wadenbein und Schienbein sind durch, die stehen auseinander, die Knochen, kommt auch nicht der Arzt daher und sagt, ja, die Zeit heilt alle Wunden.
Das muss in Ordnung gebracht werden. Narbe bleibt dann auch halt nicht. Das ist ein langer Heilungsprozess. Und genauso ist es bei der Seele, wenn man bei dem Arzt Jesus Christus ist. Und er führt das wieder zusammen. Aber auch da ist es wichtig, dass man unterm Kreuz ist. Denn nur unter dem Kreuz geschieht eben das Heilen dieser Gebrechen. Weißt du, mit Schuld und Verletzung der Seele, da könnt ihr auf drei unterschiedliche Arten drauf reagieren. Ihr könnt hingehen in dieser Welt und könnt sagen, ja, mir ist wehgetan worden und ich schlage umso härter zurück. Echt? Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist die aggressive Methode. Ich zahle zurück alles, was mir angetan worden ist, von meinem Ehemann und von meinen Eltern und ich lasse sie alle spüren, die aggressive Methode. Andere Menschen, das ist die zweite Methode, die reagieren depressiv. Ist halt passiert, ich erdulde es, die fressen in sich herein, geht immer weiter kaputt. Bei der aggressiven Methode gehen die anderen kaputt, bei der depressiven Methode geht derjenige kaputt, an dem was gebrochen ist. Aber wisst ihr, unser Herr und Heiland hat etwas gegeben und geschenkt, was der dritte Weg ist, was der Kardinalsweg ist. Wenn an uns Gebrechen passiert ist, wenn Dinge an unserer Seele gebrochen sind, dann können wir auch damit unter das Kreuz gehen, können es hinlegen. Wir können nicht nur Vergebung für uns erfahren, sondern wir dürfen auch Vergebung weitergeben und dann macht der Herr Dinge gut. Dein Vater, der lieblos zu dir war und der vielleicht schon lange tot ist, dem kannst du nichts mehr zurückzahlen. Das brauchst du auch gar nicht mehr. Du kannst die Schuld, die an dir gegeben ist, die kannst du auf Golgatha und das Kreuz legen. Und du wirst sehen, wie der Herr dir hilft. Deine Ehe, die zerbrochen ist, vielleicht durch deine eigene Schuld, wo du schuldig geworden bist, was dir bricht in deinem Leben, kannst du nach Golgatha gehen. Und du wirst merken, wie das Blut des Heilandes Jesus deine Gebrechen hilft. Wie er sie heilt. Und das kann ich euch sagen, Leute, die mit ihren seelischen Belastungen fertig werden wollen, ohne Jesus Christus, denen bleiben früher oder später nur die Tabletten, die ihnen die Psychiater vertreiben und die verschreiben die Therapeuten nicht. Da knallen sich die Dinge rein, damit sie sich betäuben oder wenn sie nicht zu einem Therapeuten gehen, halt nicht, da kommt der Alkohol oder sonst irgendetwas. Da kommt die Sexsucht, die Alkoholsucht, die Drogensucht halt, da wird es anders betäubt, was sie kaputt gemacht hat. Gott sei Dank müssen wir als Christen so nicht leben. Gott sei Dank haben wir den Therapeuten aller Therapeuten, den Arzt aller Ärzte, Jesus Christus. Und wer immer das erlebt hat, dass er Gebrechen in seinem Leben, an seiner Seele erlebt hat und erfahren hat, wie Jesus Christus ihm geholfen hat, der kann nur eins tun, kann sagen, Heiland Jesus Christus, ich danke dir, ich lobe und preise dich dafür, dass du das für mich getan hast. Und da darfst du nochmal auf dein Leben gucken. Du darfst darauf schauen, auf die Gebrechen, die du hattest und wo der Herr dir geholfen hat. Und vor allen Dingen darfst du auch in eine Zukunft gehen, wo du wissen darfst, egal was in deinem Leben an Gebrechen passieren wird, Jesus Christus ist da und er heilt alle unsere Gebrechen. Und dafür darfst du und sollst du unseren Herrn und Heiland Jesus Christus loben. Im Psalm 103 heißt es hier in dem Vers 6, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Und ich möchte dir das zusprechen, der du vielleicht momentan auch unter Unrecht leidest. Du darfst wissen, Jesus ist da. Er hilft dir und er heilt dein Gebrechen. Und ein viertes und letztes, wofür du unseren Herrn und Heiland Jesus Christus loben darfst und sollst, ist, dass er dir nicht nur hilft bei deinem seelischen, da haben wir gerade im dritten uns Gedanken drüber gemacht, sondern dass er dir auch hilft bei deinem Verderben, dass er dich rettet von deinem Verderben. Denn wir gehen mit unserem Leib auch auf das Verderben zu, auf das finale, ultimative Gebrechen, nämlich den Tod. Hier heißt es im Vers 4, der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Unser Leib ist in einem permanenten Zustand des Gebrechens. Und je älter wir werden, desto stärker merken wir das halt nicht. Spätestens, wenn man so die 50 überschritten hat, nicht, dann wird es immer mühseliger. Die Knie tun weh, die Arme tun weh halt nicht, die Haare fallen aus halt nicht, man kann sich nicht mehr bewegen, das Herz läuft nicht mehr so, man wird vergesslicher, die Augen werden schwächer und. Und es ist nicht so, wie uns die Werbung so vormachen will, halt nicht, auch Senioren sein ist ja so toll. Nein, Alter ist schlecht. Lest es bitte nach dem Buch Prediger, 12. Kapitel halt nicht, das tut weh, das will keiner. Ich spreche mit den Leuten, die über 80 sind als Pastor halt, nicht? Alt werden wollen wir alle, aber das Alter tragen mit all den Einschränkungen, mit all den Alten, ist ganz furchtbar, was man da erlebt mit dem Leib. Und das Furchtbarste kommt noch, nicht? Irgendwann heißt es nicht nur richtig gut gehen können, nicht mehr richtig sehen können. Irgendwann hört das Ding hier auf zu pumpen, dann ist Schluss und dann hört unsere Existenz hier auf Erden auf. Der Psalm, den wir gerade gehört haben, der thematisiert das wunderbar, nicht? Gott weiß, was für ein Gebilde die Menschen wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Und wenn der Wind darüber geht, ist sie nicht mehr da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Das sind wir. Wir sind nur Staub. Und dauert nicht mehr lange. Keine 100 Jahre. Da ist niemand von uns mehr da.
dann sind wir alle zu Staub geworden, zu Erde, zu Asche halt. Da sind wir nicht mehr da. Das ist das Verderben, auf das wir alle zugehen. Wir verdrängen das ja immer wieder. Aber das ist das, wovon hier die Bibel spricht. Wir sind alle nur Staub, wie so eine Blume, die blüht, nicht? Wenn ihr jetzt in eure Gärten geht, nicht? Und so die schönen Blumen bracht, so langsam weniger wird, die verwelken, dann denkt dran, dass es eurem Leben ganz genauso geht. Wird immer weniger. Und wir gehen auf das ultimative, finale Fiasko zu, auf das absolute Verderben, nämlich den Tod. Laufen wir alle zu und haben sie alle Schiss vor. Die ganze Welt bebbert halt nicht. Und ich kann diese Sprüche nicht mehr hören von den Leuten. Ich habe keine Angst vorm Sterben halt nicht. Es soll nicht lange dauern, also Blödsinn. Die haben alle Schiss. Glauben Sie mir, wenn man Leute begleitet im Sterben, nicht, wenn man auf der Palliativstation ist, nicht, wenn die dann Krebs bekommen haben, alles, da erlebst du sie, wie ihre Fassaden bröckeln. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Weil wir ja wissen, dass es mit dem Tod nicht aus ist. Wir wissen, die wir Jesus Christus haben, dass es weitergeht, wenn wir die Augen zumachen, dass ewiges Leben auf uns wartet. Wir dürfen fröhlich in den Tod hineingeben, weil, so wie es der Apostel Paulus sagt, Sterben unser Gewinn ist. Und wenn du das verstanden hast, und das ist ein Geschenk des Heiligen Geistes, wenn du das im Glauben erfassen durftest, dann kannst du beruhigt leben und noch beruhigter sterben. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Dass man gerettet ist vom Verderben. Und wisst ihr, dieses Gefühl habe ich ganz deutlich. Ich weiß, dass der Gott, an den ich glaube, der Gott in Jesus Christus, dem ich nachfolgen darf und für den ich predigen darf, dass dieser Gott mein Leben vom Verderben erlöst. Dass ich weiß, wenn ich sterbe, bin ich sofort beim Heiland und dann darf ich schauen, was ich geglaubt habe. Und dann werde ich leben in allem Wunderbaren, in aller Pracht. Weil ich das verstanden habe, will ich diesen Gott loben und preisen. Ich will ihm die Ehre geben vor der Gemeinde, in der Welt und natürlich auch im Gebet. Und wenn du das verstanden hast, wenn der Herr dir das offenbart hat, wenn du das wirklich weißt, dann möchte ich dich einladen, immer wieder neu mit einzustimmen, diesen Gott zu loben und zu preisen. Ja, wie kann man das denn machen, ihn loben und preisen? Wie geht das denn? Da möchte ich zwei Dinge sagen. Es gibt zwei Richtungen, wie wir Gott loben und preisen können. Einmal in der Vertikalen und einmal in der Horizontalen. Also einmal im Verhältnis gegenüber ihm. Also wenn wir Dinge verstanden haben, wie viel Gutes er uns tut, dass er uns vom Verderben erlöst, dass er die Sünden vergibt, dass er unsere Gebrechen alle heilt. Bitte dann faltet die Hände im ganz persönlichen Gebet und sagt ihm es immer wieder. Herr, ich lobe und preise dich dafür, für all das, was du mir tust. Da, wo ich herkomme, so aus den Gemeinschaftskreisen im Siegerland, da war es üblich, wenn wir Gebetsgemeinschaft hatten, da legten die alten Brüder mal viel Wert drauf, dass die Gebetsgemeinschaften gedrittelt wurden. Ich habe das schon häufiger gesagt. Weil wenn man das nicht macht, ist es häufig so, dann alle nur, bitte gib mir, bitte gib mir, bitte gib meiner Tochter, bitte gib dem. Aber die Brüder wussten, wie wichtig das ist. Beuge und Beichte, Lob und Dank und dann im dritten Teil erst die Bitte. Das war immer ein eigener Dank, wo immer die Brüder gesagt hatten, Lob und Dank. Und wer einer hatte anders gebetet. Ich hatte schon angefangen bei diesem Teil halt nicht. Da wurde immer dann ein Punkt gemacht nach der Gebetsgemeinschaft, 20 Minuten Lob und Dank, wurde ein Lied gesungen und dann erst kam die Bitte. Lob und Dank, vergesst das nicht in eurem Gebet, immer wieder da Gott die Ehre zu bringen. Also das ist der erste Punkt, wie ihr Gott wirklich die Ehre geben könnt, wie ihr loben könnt, wie ihr diesen Imperativ umsetzen könnt. Lob Gott im Gebet, sagt ihm einfach, Herr, ich danke dir für alles Gute. Und dann zählt mal alles auf, was ihr Gutes in eurem Leben habt. Und lobt ihn dafür, dass er sagt, Halleluja, was bist du für ein wunderbarer Gott. Ich kann gar keine Worte finden, wie toll du bist halt, nicht? So betet ihn an. Und das Zweite, was ihr tun könnt, nicht nur vertikal, sondern horizontal. Ich möchte euch mal einen Tipp mitgeben. In der nächsten Woche werdet ihr bestimmt von dem einen oder anderen Menschen gefragt werden, wenn ihr ihn begrüßt, wie geht's denn? Ja? Es ist so eine Floskel. Wie geht's Ihnen denn? Meistens sagen wir dann, gut. Ja. Und wenn Sie das sagen, gut, dann belassen Sie es nicht dabei, sondern dann loben Sie Gott. Dann sagen Sie, mir geht's gut. Und wissen Sie auch, warum es mir gut geht? Ich habe einen wunderbaren Gott. Und dann können Sie aufzählen. Erstens mal, also, ich habe genug zu essen, ich lebe in Frieden, ich habe eine Menge Geld halt nicht, ich habe so wunderbare Menschen um mich. Und dieser Gott vergibt mir alle meine Sünden. Zählen Sie es mal auf, ob der es hören will oder nicht. Das ist vollkommen egal. Aber glauben Sie, wie Gott im Himmel sich freuen wird, nicht, wenn Sie seinen Befehl umsetzen halt nicht, wenn Sie in dieser Welt weitererzählen, was für ein wunderbarer Gott es ist und wenn Sie ihn loben vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Das nicht als meine Idee, sondern als das, was Gott dir sagt. Du sollst den Herrn loben. Du sollst den Herrn loben. Und ich möchte es ja nochmal begründen für das Gute, das er dir getan hat. Für die Sünden, die er dir vergibt, für das Heilen aller deiner Gebrechen und für deine Rettung von dem Verderben. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst
und der dich krönet, mit Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.